neues Projekt. Und zwar eine PFR. Ein Typenschild liest sich natürlich nicht mehr so geil. Und da wollte ich euch heute mal zeigen, wie man die denn zerlegt und im nächsten Video, wie man sie wieder zusammenbaut und anschließend, wie sie geprüft und eingestellt wird. Wobei das bei denen hier nicht wirklich kompliziert ist und ein relativ simpler Prozess. Wie ihr seht, ist das PFR, ne, weil Pumpe Fremdantrieb, die hat keine eigene Nockenwelle, ist dementsprechend auch nicht viel Aufwand. Regler etc. sitzt alles im Motor, muss dann alles motorseitig eingestellt werden. Deswegen können wir hier nur Grundeinstellungen machen. Wir gucken mal, ob die Elemente noch in Ordnung sind, wie es aussieht mit dem Spiel, von allem, wie der allgemeine Verschleißzustand ist und dann hauen wir das Ding auf den Prüfstand. Nachdem wir das Ding jetzt hier eingespannt haben, hier darauf achten, nicht zu weit reindrücken, sonst drückt man oben die Elemente breit, können wir hier die Rückhalteschrauben von den beiden Rollenstößeln lösen. Ja, vorerst müssen wir sonst nichts anfassen. Macht jeder anders. Mein Opa hat mich eben schon zusammengeschissen, von wegen, wieso ich das so mache. Da kannst du ja alles kaputt drücken. Da habe ich gesagt, ja, deswegen ist hier Lücke. Er spannt es immer quasi hier ein, so, und drückt dann von oben mit der Faust gegen den Rollenstößel, wenn er die Schrauben hier rausdreht. Aber macht er jeder auf seine Weise. Ich mache es auf die hier. Er wird auch nicht den Schlagschrauber nehmen, für die Schrauben hier rauszudrehen, nehme ich an. Ja. Na, ich brauche alle Hände zum Arbeiten. Ich mache noch mal einen Zeitraffer. Moment. So, dann können wir jetzt mit den Zerlegen anfangen. Eigentlich relativ simpel bei den Dingern. Rollenstößel raus. Dann können wir das Pumpenelement schon rausholen. Am besten geht das unter Zuhilfenahme eines Magneten. Gucken wir uns auch gleich mal an. Seht ihr diese Riefen da oben? Das schwarze ist jetzt vom Öl, weil ich am Rand hängen geblieben bin. Moment mal. Also hier oben diese Riefen. Das sind eindeutige Verschleißerscheinungen, also die Elemente sind hinüber. Dann sind auch die Druckventile garantiert nicht mehr im besten Zustand. So, einmal Feder. Ich habe das alles vorher schon mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Ah, der Kollege möchte noch nicht. Den Rollenstößel schon mal raus. Wie gesagt, hier auch nochmal drauf achten, selbstverständlich, nichts untereinander vertauschen, wie bei allen Pumpen. Das bringt Unglück und Spaß beim Einstellen auf dem Prüfstand. Ja, das sieht auch nicht besser aus. Moment, Hand näher. Und genau dieselben Laufriefen. So, dann noch hier die Feder. Und ich meine, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es bei denen war, die Regelhülsen gehen bei der nach oben raus. Nee, kann nicht sein. Die muss nach unten raus. Oh, da guck, die will. Na, ihr seht hier auch, die hat einen nicht einstellbaren Zahnkranz. Ja. Normal haben die Regelhülsen ja quasi hier so eine Schraube, wo man die einstellen kann, um die verschiedenen Fördermengen einzustellen. Kann sogar sein, dass man den Zahnkranz hier unabhängig rausziehen muss von der Regelhülse oder dass es eine Position gibt, wo die mit rausgeht. Die sehe ich aber gerade nicht. Muss ich gleich mal gucken, weil ich bleibe hier eindeutig an der Schraube hängen. Jedenfalls, da wir hier nur zwei Zylinder haben, ist das Verhältnis, das man untereinander einstellt, quasi von einem zum anderen und da reicht eine einstellbare. Deswegen haben wir hier eine nicht einstellbare Regelhülse mit dabei. Ja, wie gesagt, es gibt auch in den Dingern nicht viel einzustellen. Also die muss die Menge bringen, die sie bringt. Und ansonsten muss man halt die Gleichförderung noch einstellen und dann war es das schon. So, ich fummel jetzt mal noch die andere Regelhülse daraus, dafür brauche ich beide Hände. Also ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, wir müssen hier tatsächlich den Zahnkranz von der Regelhülse abmachen. Das heißt, die Schraube hier muss raus, dann können wir die Regelhülse nach unten rausziehen.
Und dann können wir den Zahnkranz quasi zur Seite wegziehen. Machen wir das doch mal. Das wäre das. Einmal Regelhülse ohne Zahnkranz. Falls ihr euch mal gewundert habt, wie die aussehen. Da ist jetzt noch der Federteller drüber. Den können wir aber getrost abmachen. Das sind übrigens auch Teile, die kann man ruhig vertauschen untereinander. Die ganzen Federtellerchen. Hier die Schräublein kann man auch vertauschen. Das mit dem Ziel mit der neuen Kamera muss man üben. Das ist übrigens mein Smartphone. So. Die Regelhülse. Die Regelstange. Und eine. Zwei Federn. Man sieht auch, dass die schöne Motor sitzt. Ne? Jetzt können wir hier den Rest oben abmachen. Und wir kennen es. Klemmbäckchen raus, beiden Druckrohranschlüsse runter und dann können wir die Elemente und Druckventile nach oben rausziehen. Mache ich gerade schnell einen Zeitraffer und dann geht's weiter. Ja, so schnell ist so ein Teil auseinander. Ne? Guckt euch mal diese Sauerei an. Ich hasse es. Ohne Witz. Pumpen, die mit Motoröl laufen, Katastrophe. Ich meine, sogar A-Pumpen wurden ja irgendwann an den Motorölkreislauf angeschlossen, weil. Ja, ne? Ölwechsel an der Einspritzpumpe. Soll ich da mal ein Video drüber machen? Schreibt das mal in die Kommentare. Es gibt ja verschiedenste Arten von Einspritzpumpen mit einteiligen Ölhaushalten, zweiteiligen Ölhaushalt etc. Die Düsen machen wir übrigens auch im Moment, die sind auch hier von dem Schlepper. Ja, Druckventile, braucht man nicht viel zu sagen, kann man anhand von den Elementen schon erahnen. Nur hier, wo mein Daumennagel ist, diese Fläche hier muss normalerweise poliert sein. Die ist komplett matt. Man sieht hier oben auch schön am Konus, wie das Ventil sich schon eingeschlagen hat. Die müssen neu. Hier ist sogar noch der alte Kupferring drauf. Guck mal hier. Mittlerweile bei den neueren ist da eine Nylondichtung drauf. Da ist hier quasi so ein relativ dicker Kunststoffring mit zwei Kupferringen drumherum. Ne, sogar alle drei Kupfer. Ja. Da müssen wir gucken, ob wir dafür überhaupt noch Teile kriegen. Ansonsten. Gehäuse sieht noch ganz gut aus. Gut, was soll daran auch kaputt gehen? Jetzt heißt es mal wieder putzen, putzen, putzen. Die Düsen liegen übrigens noch im Ultraschall mit Spezialreiniger. Ich kann euch sagen, der Reiniger, der ist der Wahnsinn. Guckt mal. Seht ihr das? Wie der Lack abgeschwommen kommt? Der Reiniger hat einfach nicht nur den kompletten Ruß rausgeholt aus den Muttern von den Düsen, sondern hat auch gleich noch den ganzen Lack mit angelöst, den kann man mit dem Finger abziehen. Das Zeug ist echt krass. Und die ist innen drin picobello, guck mal hier. Ein bisschen Ruß mit drin, ja, schweineheiß. Das ist ein geiler Scheiß, oder? Einfach Ultraschall. Und den Lack kannst du einfach abziehen, guck mal hier. Spricht für den Reiniger und gegen den Lack, würde ich mal behaupten. Ich habe einen Nachbrenner. Thema Düsen machen. Verrostet. Nicht schlimm. Aber guckt euch das mal an. Ich verstehe so Leute nicht. Wie kommt man auf die Idee, sowas mit der Rohrzange aufzudrehen? Guck mal, was hier für ein Grat ist. Der ist schon alt, der ist schon halb weggerostet. Guckt euch das mal an. Wie? Was ist denn das Problem, Schlüssel zu nehmen? Nimm's hier, 24er Schlüssel, drauf, zack, doch 24, zack, auf. Wo ist denn das Problem? Könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. Ich zeige euch wirklich mal, wie das richtig geht. Übrigens habe ich noch ein ganz cooles Projekt. Und zwar das hier. Das ist eine Pumpe von einem 8-Zylinder-Generator. Und hier
lässt immer auf einen Generator schießen. Und zwar ist das eine Pumpe von einem Generator aus dem Ahrtal, der unter Wasser gestanden hat. Dementsprechend ist hier auch tote Hose. Die werden wir mal zerpflücken und uns die mal angucken. Ich habe schon gehört, der ganze Motor wäre irgendwie vollständig zerfressen gewesen von dem Wasser, weil da so viele Chemikalien und Zeug drin waren. Also, ich bin gespannt, wie die von innen aussieht. So, jetzt auf den ersten Blick und am Deckel doch recht ordentlich. Ne? Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Aber wenn man dann den Peilstab zieht, ne, da kriegt man schon wieder Brechreiz. Ich weiß nicht, ob die noch zu retten ist. Wahrscheinlich muss man da irgendwie eine Spenderpumpe auftreiben und dann aus zwei eine machen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Aber erstmal ist das Projekt hier dran. Der Rest von den Düsenhaltern liegt auch hier noch im Abbeizer. Ich hätte die auch einfach ins Bad schmeißen können. Die Düsennadeln, hier sieht man es schön, vorne wundervoll matt, hinten matt. Die hatten schon Spiel, vorne schwarz, verbrannt. Also die Düsen, die sind hinüber. Der Klassiker, DN0SD211. Habe ich vor kurzem von SteelStyler noch ein Video gesehen, wie er seine Düse vom Deutz eingestellt hat. Ist genau die gleiche, DN0SD211. Die ist in sehr vielen verbaut. Kriegt ihr übrigens auch bei mir im Onlineshop. Ich werde euch mal zeigen, wie man Düsen richtig einstellt. No offense, René, du hast das super gemacht, aber das Spritzbild von den Dingern muss man sich halt genau angucken. Und wenn man den Hebel relativ langsam runterdrückt, ist das ziemlich nichts aussagend, weil ich meine, so eine Einspritzpumpe, die drückt ja auch nicht den Kolben so hoch, sondern ist ja wirklich immer bap, 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 bap. Nochmal zu dem sehr engen Strahl von der Düse. Das ist eine DN0SD211. Die 0 steht für 0 Grad Spritzwinkel. Also die muss so einen geraden Strahl haben. Gucken wir uns an, auch wie man sie einstellt. Hier kann man leider nicht dran drehen. Hier hat man kleine Schraubenscheiben hier. Unterlegscheiben bzw. Einstellscheiben für die Dinger zu kalibrieren. Und ja, Düsen einstellen machen wir dann in einem anderen Video. Kann ich euch gern zeigen. Ist kein Hexenwerk. Ich hätte gesagt, wir machen es auch anhand von der offiziellen Bosch-Werkstattvorgabe Einstellen von Düsen. Bis dahin. Euer Dominik.